Willkommen zu Good Pizza, Great Pizza, einem Pizza-Game, das extrem cozy ist und ich mir deswegen dachte, genau das brauchen wir. Denn ich glaube, es gibt wenig Menschen, die Pizzen nicht mögen und nicht lieben. Und wenn es doch dann cozy und gemütlich ist, bin ich doch direkt dabei. Deswegen empfehlt mir gerne weitere Cozy Games unten in der Beschreibung. Über einen Daumen nach oben und Abo würde ich mich sehr freuen. Und lehnt euch zurück, holt euch was Warmes zu trinken, kuschelt euch ein. Wir legen los und gehen in Kapitel 1. Cozy Games. So. Mir gefällt schon einfach der Stil. Oh, süß. Now open. Ach, ist das cute. Dieses Spiel wurde übrigens äußerst positiv bewertet. Okay, was zur Hölle war das? Die Konkurrenz, oder? Oh ja, da drüben ist die Konkurrenz. Da drüben ist die Konkurrenz und er ist hier. Noch eine Pizzeria. Willst du etwa in meinem meinem Territorium wildern? Weißt du überhaupt, was du da machst? Ja. Das war rhetorisch gemeint. Na, zeig mal, wie du eine einfache Käsepizza machst. Nur 6 Stücke mit Soße und Käse. Okay, so erstes Tutorial. Auch interessant. So, dann nehmen wir uns erstmal ein Bällchen. Machen das schön hier auf. Okay, dann brauchen wir einmal Zutaten, Kosten, Geld. Okay, ganz wichtig. Da müssen wir wahrscheinlich auch drauf achten. Zutaten kosten Geld. Stell sicher, dass du nicht zu viel Soße oder Käse auf einer Pizza verteilst. Es reicht, wenn die Pizza bedeckt ist. Oh, okay. Oh, okay, ich verstehe. Ah, okay, I see. So. Okay, das reicht schon. Sehr gut. Dann gehen wir hier drauf. Oh, wie schön das gemacht ist. Oh, cute. Ja, okay. So. Okay, und dann nehmen wir das Ganze und legen sie drauf. Oh, hier drauf, sorry. So. Oh, wie cute! So, und dann muss ich wahrscheinlich einen richtigen Moment abwarten. Ofenbooster. Öle deinen Ofen, um einen vorübergehenden Geschwindigkeitsschub zu haben. Das brauche ich jetzt noch nicht. Okay, und wunderbar ist, Leute. Schaut euch das an. Und fertig. Wow. Und jetzt kann ich die hier noch slicen. Oh, ich liebe es jetzt schon. Okay, nochmal slicen. Zack. Und nochmal slicen. Zack. Fertig. Und rein damit. Oh, ist schön. Das ist so befriedigend. Okay. Dann hier, bitteschön. Perfekt. Oh, er sagt sogar perfekt. Das ist die schlimmste Pizza, die ich je gesehen habe. Du wirst es niemals schaffen. Na gut, wollen wir doch mal sehen. Ich will eine Pizza, aber ohne eins dieser verrückten Toppings drauf. Nur Soße und Käse. Okay, mein Freund, kriegst du, kriegst du. So, dann machen wir direkt mal das hier auf. So, wo ist jetzt die Bestellung? Hier sehe ich die. Ich will eine Pizza, aber ohne eines dieser verrückten Toppings drauf. Nur Soße und Käse. Okay, machen wir. Let's go. So, wunderschön. Oh, das ist echt satisfying. Oh, es ist satisfying. Ich habe echt Bock auf Pizza. Ich glaube, heute Abend gibt es eine Pizza. Ich habe es gerade beschlossen. So, dann legen wir das hier drauf. Hier, der Kunde ist hier die Kundenzufriedenheit. Der ist eigentlich noch ganz happy. Wunderschön. So. Sieht fertig aus. Auch wenn eine Pizza doch nur so schnell gehen würde. Oh, nein, 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 nein. Die sind nicht geschnitten. Tut mir leid. Hey, fast. Oh, verdammt. Der ist nicht so happy. Okay. Hey, ich hätte gerne eine Pizza. Okay. Was für eine darf es denn sein? Ich hätte gerne eine Pizza. Moment, verdammt, ich hätte fragen sollen, was für eine. Ich glaube tatsächlich, dass es nur mit Soße und Käse ist, weil ansonsten. Oh, verdammt. Oh, kann ich die noch irgendwie fragen? Okay. Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, das ist jetzt nicht böse, aber ich habe doch keine anderen Zutaten, weswegen ich hoffe, dass es nur diese ist. So. Okay. So, dann schnibbeln wir mal. Zack. Zack. Und zack. Yes. Let's go. So, ich hoffe, das passt jetzt. Oh, bitte sei happy. Diese Pizza ist großartig, genau wie du. Oh, süß. Das sind die liebsten Kunden. Eine Käsepizza. Vergiss nicht die Soße. Ich habe schon Leute erlebt, die die Soße vergessen haben. Okay. Aber wirklich, was? Was zur Hölle? Okay, natürlich kommt zuerst die Soße. Ich bin schon gespannt, wenn wir mehr Zutaten freischalten. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, haben wir das Spiel nicht mal kurz angespielt, aber es gab nur ein Level und ich habe schon gesagt, ich finde es toll oder irre ich mich? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Okay, den Boost brauchen wir nicht, wir haben aber ganz schön, jawohl, es geht schon. So, der Kunde ist langsam unzufrieden, es muss schneller gehen. So, let's go, bam und zack, zack und zack und rein hier, bam. So, schnell. Das ist wirklich eine schnelle Pizza, da kann man sich nicht beschweren. Das ist die beste Pizza der Welt. Sehr schön, sehr schön. Vor allem, wer geht denn eigentlich... Tut mir leid, ich bin heute Abend spät, aber hier dein Paket. Okay. Wer geht denn eigentlich zu so jemanden hin, der so ein Logo hat, so ein aggressives?
Lieber Pizza-Bäcker, liebe Grüße von der World Pizza Association WPA. Willkommen in der wundervollen Welt der Pizza. Hier ist ein MyPad, mit dem du an internationalen Pizza-Wettbewerben teilnehmen kannst. Gewinne großartige Preise, um dein Geschäft voranzubringen. Viel Spaß, mit freundlichen Grüßen, WPA. Ach, süß. Okay, cute. Aufgabe, logge dich in das Spiel, habe ich geschafft. Verdiene 20 Pizzageld in Form von Trinkgeld, erhalte 5 Kunden, mache 50 Schnitte. Also so ein bisschen wie bei Animal Crossing oder vielen anderen Farming-Games, wo du quasi Aufgaben hast, die du erledigst. Dafür kriegst du dann auch Belohnungen. Ich kenne dich, das nehmen wir auch. Guter Service, bediene 8 Kunden an einem Tag. Ja, sieht doch soweit alles ganz gut aus, glaube ich. Sync. Okay, ich glaube, die Leute sind happy. Schönen Tag wünsche ich. Vielleicht hole ich mir in meiner Pause eine Pizza. Tu das. So. Einnahmen, Trinkgeld, Rückerstattung, verbrauchte Vorräte. Sehr gut. Verteile Käse gleichmäßig. Oh, Salami. Nice. Jetzt können wir Salami-Pizza machen. Was gibt's hier denn noch alles? Pilze. Oliven. Zwiebeln. Oh, cute. Upgrades. Sommerzeit, längere Tage. Da kann ich mehr verdienen. Glückliche Leute. Ist aber ganz schön teuer, kann ich mir noch nichts von leisten. Flotterer Ofen. Oh, das ist nice. Reparaturen habe ich keine. Dekorationen. Auch noch keine Gegenstände. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir rein in das DLC. Es gibt es auch. Okay, interessant. So, okay, nächster Tag. Let's go. Gefällt mir. Mir gefällt auch das Upgrade-Programm. In Pizzeria kommt das Wort Pizza nicht vor. Warum sie das interessieren sollte und wer die Schuld daran trägt, die Antworten werden sie überraschen. Ja. Weitere Nachrichten, da das Vier-Belege-Fest näher rückt, präparieren patriotische Patronen und Portale für Beispiellose? Da fehlt ein S. Beispiellose? Geschmäcker? Ich glaube, beispiellos soll das heißen. Endlich strömen Gourmets in die aufblühende Pizzeria. Die verspricht, die perfekte Pizza für jeden Geschmack zu liefern. Wird es ausreichen, um den Spitzenreiter Alicante zu besiegen? Warten wir es ab. Das war's für heute. Good Pizza, Great Pizza. Geil, es gibt einen Nachrichtendienst nur für Pizzen. Käsepizza ist schon klasse, aber um richtig groß rauszukommen, musst du die Wurstwaren meistern. König der Würste ist natürlich die Salami. Lass uns eine damit machen. Wie nett er immer vorbeikommt, mich tutorialt. Na, dann los, mach mal eine Salami-Pizza. Und ja, Frischling, da kommen auch Käse und Soße drauf. 6 gleiche Stücke, keine Babystücke. Okay, oh Gott. I'm scared. Okay, nehmen wir erstmal das. Als erstes kommt die Soße, gleichmäßig. Das kostet mich auch alles Geld. Dann kommt Pizza. So, und dann kommt 1. Okay, Toppings hinzufügen ist einfach. Du brauchst insgesamt 18 zu 12 außen und 6 innen. Das gilt auch für zukünftige Toppings. Okay, 1, 2, 3. Oh je, die müssen echt schön sortiert werden. Also auf jede Pizza kommen 3. Ich glaube, so eine perfekte Pizza habe ich noch nie bekommen. Die klatschen es immer irgendwie drauf, das ist denen komplett Wurst. Okay, dann mal rein damit. Let's go. Was ist hier? Ein Pet? Erfolg? Ah, ich habe schon ein paar Erfolge. Das nehme ich doch gleich mal mit. So, die bedrohliche Musik, weil die böse Konkurrenz da ist. So, dann machen wir die jetzt aber richtig smoothie. So, bip. So, wunderschön. So, ich glaube, besser geht's nicht. Warum mache ich ihm eigentlich immer gratis Pizza? So, bitteschön. Wow, das ist eine echte Pizza. Eine echte Dreckspizza. Du wirst es niemals schaffen. Ich würde den gar nicht mal reinlassen. Salami. Okay, der möchte Salami. Der erste Salami-Kunde. Gar kein Problem. Kriegen wir hin. Erstmal schön hier bestreichen. So, dann gleich mal auch ein bisschen Käse. Oh, das ist so schön gemacht. Das ist so süß. Okay, und dann kommt jetzt das. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh Gott. Immer schön in die... Oh, oh, es war nicht direkt in der Form. Vorsicht, das gibt gleich Minuspunkte. Okay. Boost. So, sehr schön. Reicht schon, danke. Ach so, das kann ich immer pro Tag machen, den Boost, oder wie? Das ist natürlich nice. So, und bam. Bitteschön an den Kunden. Yes. Ich würde diese Pizza einem Freund empfehlen. Sehr schön, genau das wollen wir hören. Aufgaben.
nehmen. Ich habe gar keine neuen. Ah, doch, hier. Ich erhalte 5 Kunden bei Laune. Sehr schön. Nächster Kunde, bitte. Hallo, einmal Salami. Jetzt kommen alle, wollen Salami. Süß. Okay, Salami. So. Oh, das geht jetzt die ganze Zeit schnell. Das ist ja cool. Das wusste ich nicht. Es geht auf jeden Fall klar. Ich mache das trotzdem mal schneller. Nicht, dass der Ofen jetzt gleich wieder lahm ist. Das kostet auch alles Geld, die Zutaten. Autsch. So. Bäm, schneller. Sehr schön. Also die Kunden sind aber echt auch ungeduldig. Jetzt 80% nervös zu sein, weil die Pizza ist ja gleich fertig, ey. Schneller geht eine Pizza ja gar nicht. Oh, das habe ich nicht schön geschnitten. Tut mir leid. Das gibt bestimmt Abzug. Daumen hoch. Ah ja, immerhin. Sehr gut. Trinkgeld gibt es auch ein bisschen. Hi, ich möchte gerne eine Pizza, bitte. Was? Stimmt, fast vergessen. Fangen wir mit einer Salami-Pizza an. Soße, Käse, Salami. Okay, gut. Ja, man muss die tatsächlich nachfragen. Manche sagen tatsächlich gar nichts. Guter Punkt. So. Wunderbar. Kommen auf jeden Fall alle mit Salami. Ich freue mich schon, wenn wir die Pizza endlich haben. Und deswegen, Leute, muss ich euch jetzt die Frage stellen. Pizza mit Ananas oder ohne? Ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt Hunger hätte und es würde eine Pizza mit Ananas geben, würde ich sie essen. Aber ich würde mir nie eine bestellen. So stehe ich dazu. So, sehr gut. Bam. Bup. 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 Und bup. Einer mit. Wieder unsauber geschnitten. Verdammt. Bitteschön. Oh, lecker. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, nachzufragen und sicher zu gehen, dass meine Bestellung richtig... Ja, oh, süß. Oh, habe ich nette Kunden. Oh. Soße, Käse, go! Geil. Die Stimme. Okay, Soße. Easy. Oh, oh, die Zeit läuft davon. Käse. Go. So, let's go. Schnell. Oh, die Zeit. Ich glaube, es war der letzte Kunde, der zählt noch. 20.45 Uhr. Oh, die Zeit läuft. Bitte, schnell. Ah, ah. Boah, schon 21 Uhr, ey. Das dauert doch länger als gedacht. Ich habe nicht die Zeit des Spiels bedacht. Oh, shit. So, okay. Jo, die hat jetzt auch eine halbe Stunde gewartet. Bitteschön. Sieht besser aus als Alicantes Pizza. Oh, danke. Das höre ich doch gern. Einnahmtrinkgeld. Brauchte Vorräte. Boah, $30. Let's go. Und gesagt, boah, ist aber schon ganz schön. Gesamtgewinn. Puh, man gibt ja doch ganz schön viel aus, ne? Es rentiert sich noch nicht so wirklich hier. Ne? Laden. Upgrades. Tische. Lässt mehr Kunden auftauchen. Ja, finde ich gut. Definitiv. Sommerzeit, längere Tage kann ich mir noch nicht leisten. Käse. Käsehelfer einstellen. Oh, geil. Toppings. Okay, dann machen wir mal weiter. Okay, jetzt kommen schon mehr Kunden. PNN. Wollen Sie das wirklich essen? Wissenschaftler haben entdeckt, dass Käse eine chemische Verbindung enthält, die in Kühlmägen vorkommt. Von unserem Sponsor Alicantes Pizzeria, probier unser 5000 Pizzatoppings und sag uns, welche gut sind. Wir konnten uns nämlich nicht entscheiden. Das war's für heute. Good Pizza, Great Pizza. Ja, der belebtes Geschäft. Ich hatte erwartet, dass dieser kleine Pizza-Horrorladen schon dicht gemacht hat. Bietest du überhaupt halb und halb Pizzen an? Nein. Leute können sich nur schwer entscheiden, Frischling. Lass sie mixen und kombinieren. Zeig mal, wie du die Pizzen aufteilst. Manche mache eine Hälfte Käse und die andere... Oh Gott. Jetzt kommen die Extrawürste. So. Halb Käse, halb Salami. Wie geil. Oh, okay. Leute können sich nur schwer entscheiden. Zeig mal, was du kannst. Mach die Hälfte Käse. Oh Gott. Das wird später richtig stressig, glaube ich, wenn die damit so extra Würsten kommt. Also ich glaube tatsächlich, das Beste ist, wenn man einfach nur eine Pizza, also mehrere Pizzen macht und dann Stücke verkauft. So machen es ja auch manche. Als dann die so zu belegen. Bisschen Öl, damit es schneller geht. Let's go. So, okay. Die Sachen gehen auch kaputt, tatsächlich. Ich glaub's ja gar nicht. So, bam. Bitteschön. Der gibt mir voll die Tipps, der Idiot. Ah, das ist wirklich ziemlich lecker. Ich meine, der Boden ist hart wie ein Cracker. Hahaha, Cracker-Pizza. Ja, der kommt immer und gibt mir voll die Tipps. Das ist eigentlich voll der gute Dude. So, was kann ich denn mit den Edelsteinen machen? Weiß es tatsächlich gar nicht.
Okay. Könnte ich bitte eine Pizza, halb Salami, halb Käse bekommen? Und da kommen schon die extra Würste. Einer macht's und alle machen's nach. Aber sie hat ja süß gefragt. So. Süß. Okay, ich habe echt süße Kunden. Genauso wie ich süße Leute in der Community habe, gell? Ihr seid auch alle ganz arg süß. So, bam. So, wunderbar. Jetzt habe ich es drauf. Ich möchte aber jetzt gerne mal die Pilzzutat haben. Was echt cute gemacht. Das ist wirklich das erste Cozy Pizza Game, was auch jetzt nicht irgendwie stressig ist. Das macht Spaß. Man kann sich upgraden. Das ist echt cute gemacht, muss ich echt sagen. Hier, bitteschön. Oh, süß, wie sie reden. Das ist so cute, wie sie sich gefreut hat. Einmal Salami ohne Käse. Okay, what? Das kommt nicht in meinen Kopf rein. Aber okay. Ohne Käse. Das fühlt sich aber echt falsch an. Ist das jemand? Ist jemand eine Pizza nur mit Tomatensauce und Salami? Das habe ich ja noch nie so mitbekommen und erlebt. Aber okay, jedem, wie es schmeckt. So. 15 Uhr. Ich muss mal drauf achten, wie lange die in Echtzeit eigentlich auf die Pizza warten. Pizza, Pizza, Pizza. So. Bitteschön. Danke. So, was gibt's? Ich hätte gerne eine Pizza nur mit Soße, obwohl belegt eine Hälfte mit Salami. Was sind denn das für komische Wünsche hier? Nur mit Soße und dann auch die Hälfte doch noch mit Salami. Nur die Hälfte? Ich komme darauf nicht klar. Aber die Ansprüche werden schon härter. Und ich glaube, wenn später mehr Leute kommen, du die mehr merken musst, dann wird es interessant. Aber man hat ja hier oben zum Glück auch immer den Zettel. Das heißt, ihr könnt hier jederzeit nachgucken, ob das auch korrekt ist, was ihr da macht. Okay, rüber damit. Slice, Slice, Slice und Slice und rüber. Bam. So, bitteschön. Könnte noch ein bisschen besser sein. Warum? Warum? Kommen Sie nie wieder. Könnte ich bitte eine Pizza halb Salami, halb Käse bekommen? Oh. Okay, das heißt, wir machen jetzt erstmal die Soße. Die soll ja drauf. Und dann machen wir die Hälfte so. Also jetzt wird es aber wild hier, ne? Jetzt werden die Wünsche ja schon sehr extravagant. So, klatsch. Bitteschön. Enjoy your food. Ich öle das jetzt mal, dass es schneller geht. Oh, schon 20.45 Uhr. Umso schneller, umso happier die Kunden. Ich glaube, die sind beim Schneiden auch ganz schön pingelig immer. So, bitteschön. Girl. Ja. Könnte besser sein. Warum? Ich verstehe nicht, warum. Bitte, ich bin sehr hungrig. Ja. Alles wäre in Ordnung. Oh, süß, natürlich. Okay. Alles wäre in Ordnung. Ach komm, der kriegt die geilste Pizza von allen. Voll nett. Ich bin doch ein Netter. So. Ich weiß nicht, machen wir es so. So. Das ist wirklich nett. Vor allem, dass man einfach Nein sagen kann. So. Bäm. Wunderbarst. Hier, bitteschön. Vielen Dank. So, das war auf jeden Fall gut. Mache 50 Schnitte. Habe ich gemacht. Geil. Ach ja, was für ein cozy Game. Ich lieb's jetzt schon. Einnahmen, Trinkgeld. Gesamtgewinn 16. Oh, das ist sowieso wenig. Würstchen können wir jetzt nehmen. Yes, schalt mal frei. Würstchen. Die meinen wohl eher Hackfleisch oder sowas, oder? Upgrades. Topping Master. Immer das Topping Raster anzeigen. Das wäre natürlich auch cool. Das mache ich, glaube ich, später auch. Tanzt draußen und macht Werbung. Langsames Glücksmeter, dass die Leute nicht so schnell unzufrieden sind. Es schaltet sich hier auch die ganze Zeit immer mehr frei, tatsächlich. Reparatur haben wir auch noch nichts. Das kommt jetzt auch noch mal dazu. Jetzt DLCs. Ach, das ist ja süß. Cheerful Helper Set. Jingle Toppings. Rudolf Set. Oh, süß. Sogar hier Golden Snow Set. So eine Weihnachtsstimmung. Merry Christmas. Da kannst du quasi dein Optisches verändern. Oh, oder hier zum Beispiel auch Halloween. No, süß. Gibt es das Spiel schon so lang? Halloween gibt's. Winter Sale. Ach, cute.
Gefällt. Okay. PNN Pizza News. In einer Nachrichtensendung, die sich ausschließlich Pizza widmet, nur ein Nischenprodukt. Die Reaktionen unserer Zuschauer sind verblüffend. Sonstige Nachrichten. Unsere Topping-Feste läuten ein neues goldenes Zeitalter für Pizzerien ein. Den ganzen Monat hindurch feiern wir den Geschmack von Pizza. Heute ist Halb- und Halbtag. Alle Läden, die nichts mit Pizza am Hut haben, schließen, wenn sich die Bürger der Stadt für ihre geliebten Halb- und Halb-Kombos anstellen. Das war's für heute. Good Pizza, Great Pizza ist das geil. PNN. Ich habe zwar kein Geld, aber wenn du mir eine Pizza schenkst, dann gebe ich dir etwas Besonderes. Okay. Den Deal nehme ich jetzt natürlich nicht. Also wenn ich das einem Pizzatypen sagen würde oder jemanden in der Pizzeria, würde mich mal interessieren, was die Person dazu sagt. Okay, dann gibt's einfach mal nur eine mit ganz normalen Zeugs drauf. Die ist auch 100% happy. Guck mal, die ist voll geduldig. Die zickt auch nicht rum oder so. Bam. Ach so, ich muss sie gar nicht schnibbeln. Bleibt mir über. Ach, jetzt ist der Tutorial-Tag vorbei, ne? Jetzt gibt's keine Vorlage mehr. Aber ich finde, ich mache das sehr smooth. Oder? Schaut mal. So. Bitteschön. Ich danke dir. Das ist für dich. Ich habe sie heute noch nicht gegossen. Übernimmst du das bitte? Okay. Okay, ich glaube, da kommt irgendwas Specialhaftes raus. Hoffentlich ein Moneybaum. So. Okay, ist gegossen. Vergiss nicht, das jeden Tag zu machen. Ich komme später vorbei. Okay. Tschu-tschu. Ab sofort steht wieder Fleisch auf dem Speiseplan, aber ohne die abgedrehten Sorte bitte. Was? Nur Würstchen und Salami. Klassisches Fleisch. Okay, er will Würstchen und Salami. Beides drauf. Eine Salami-Würstchen-Pizza hat Salami und Würstchen auf beiden Seiten, besteht also nicht nur aus einer Hälfte Salami und einer anderen Hälfte Würstchen. Okay, sieht das eklig aus. Okay. Ist doch eigentlich Hackfleisch, oder? Was meinen die mit Würstchen hier? So, let's go. Es wird jetzt immer üppiger. Jetzt wird's fettig. Okay, ach so, das wird mir gar nicht mehr angezeigt, um Gottes Willen, verdammt. Wir sind verloren. Ich habe keine Vorlage mehr, Leute. Oh Gott. Oh Gott. Ich hätte eigentlich außen zählen sollen, ne? Katastrophe. Die klatsche ich da jetzt einfach drauf. Oh no, das ist ja fürchterlich. Egal. Sieht so eklig aus. Das sieht aus wie so eine kleine Leber oder so eine kleine Niere. Okay, egal. Oh, der Kunde ist übel unzufrieden, weil ich so lange brauche. Oh mein Gott. Jetzt wird's anstrengend. Bitte seid nicht unzufrieden. So, bam. Oh Gott, das ist so... Jetzt wird's so 5 Minuten Terrine-like. Oh, ist echt genervt, ne? Oh no, hier. Verdammt, Pizza. Du siehst gut aus. Oh Gott. Thank you, bra. So, hier habe ich nochmal schließe 4 Quests ab. Sehr gut. Was bringen die Diamanten? Da war einmal ein Mensch, der eine Pizza Salami und eine mit Würstchen bestellt hat. Dieser Mensch bin ich. Eine Pizza und eine mit Würstchen bestellt hat. Was? Ich versuche hier eine Pizza mit Salami und Würstchen zu bestellen. Aber zusammen oder etwa nur... Also ich glaube, das ist wieder eine komplette, ne? Aber sie will keinen Käse, ne? Versuche ich eine Pizza mit Salami und Würstchen zu bestellen. Also ich glaube, es ist ohne Käse, sonst hätte sie es gesagt. Oh Gott, hoffentlich liege ich richtig. Ich hoffe, ich liege richtig, Leute. Ich kann es euch nicht sagen. Es ist auf jeden Fall eine Katastrophe. Oh Gott. Ich weiß halt jetzt auch nicht mehr, ob die den Käse überhaupt benennen. Weil ich weiß nicht, wie es für euch ist. Aber für mich ist es klar, dass dann Käse drauf ist. Dass man jetzt nicht sagt, ich möchte eine Pizza Champignons und dann aber mit Käse, weil für mich eigentlich klar ist, dass Käse mit drauf ist. So. Deswegen hoffe ich, dass es jetzt nicht falsch ist. Es sieht auf jeden Fall ekelhaft aus. Das kann ich sagen. So, bam. Oh Gott, bitte lass es richtig sein. Mehr Käse bekomme ich nicht. Oh shit. Hätte es halt sagen sollen. Oh. Käse. Nur eine Käsepizza. Okay, kriegst du. Let's go. Ich hoffe, das ist jetzt okay, dass ich da auch Tomaten mag oder Tomatensoße drauf mache. Weil manche wollten ja auch ohne Soße. Das heißt, ich hoffe, das ist dann schon so korrekt. Boah, ich habe meinen ersten unzufriedenen Kunden. Das fühlt sich nicht gut an, Leute. Ich komme darauf nicht klar. Okay, bam. Bam, slice. Slice. Slice und slice. Eep. So, hier, Madame. Ich könnte diese Pizza knutschen. Sehr schön, sehr schön. Genau das wollte ich hören.
Huch. So, verbrauchte Vorräte. Oh Gott, es wird je. Lege die Toppings bei einer Halb- und Halbpizza nur auf eine Seite. Ja, aber es ist halt einfach, es ist complicated. Upgrades. Belegt Pizza mit Würstchen. Würstchenhelfer einstellen. Das hört sich so falsch an. Ich habe nicht mal Geld. Ich kann keinen Würstchenhelfer einstellen. Ich habe keine Kohle. Nicht genug Geld. Ich kann auch hier... Nee, es geht nicht. Es geht nicht. Oh, ich kann eine Katzenuhr für meine Dinger kaufen. Das ist cool. Ach so, man kann hier auch ein paar Sachen für Juwelen an... Habe ich da Wände, Poster? Oh, Wände kann ich auch ändern. Mhm, Fußboden kann man auch ändern. Oh. Kartons kann man auch ändern. Oh, ein rosa. Oh, LGBTQ, süß. Tische. Wow, da kann man ganz schön viel Tisch-Items. Oh, süß. Ich will, dass Kerzen da sind. Ja, süß. Geöffnete Schilder, Tresen. Wow, da kannst du ja voll viel hinzufügen. Mein Pet. Blumentöpfe. Standardfensterrahmen. Oh, das ist ja richtig süß. Sprechblasen. Das könnt ihr euch selber designen, alles wie ihr wollt. Das ist aber sehr süß. So, lass mal zurückgehen. Gibt es hier noch irgendwelche Upgrades mit Juwelen? Tatsächlich nicht. Nächster Tag. PNN. Jeder weiß, dass der Teig zuerst kam. Aber was kam danach? Der Käse oder die Soße? Sonstige Nachrichten. Die Zahl der Obdachlosen steigt, da viele Bürger ihren Besitz verkaufen, um sich ganz der Pizza zu widmen. Von unseren Sponsoren Steffis Stühle, wir bieten euch das Beste für eure Hintern seit 2004. Das war's für heute. Oh mein Gott, das ist so sinnlos. Ihr Gießen. Guten Morgen, ich habe ein Paket. Okay, ist da drin? Ah, yay, nice. Schön. Schön. Salami ist gut, aber Würstchen sind besser. Schiebe es zweimal in den Ofen. Was? Pizza, Würstchen. Schiebe es zweimal in den Ofen. Okay, what? Okay, also. Pizza und Pizzawürstchen. Boah, ich mache da jetzt auch wieder Käse drauf. Ich glaube, das will die auch. Ich weiß auch nicht, ob die Zutaten so okay sind, wenn es so viele sind. Ich würde die auch nicht drauflegen auf die Salami, aber okay, zweimal will die. Puh. Aber dann darf sie aber eigentlich auch nicht so schnell aggro werden, weil es ja klar ist, dass es länger dauert, finde ich. So, und dann nochmal. Okay, der Kunde ist König. Es werden die aber echt ganz schön extra wurscht. Ich glaube, wenn das hier runter ist, muss ich es reparieren. Aber ihre Geduld ist, glaube ich, ein bisschen besser. Bin mir nicht sicher. Aber jetzt mal schnell, schnell sliden. Okay, schnell, schnell. Sie wird gleich aggro. So, ihr, let's go. Ja. Oh. Ich werde eine Käsepizza mit Würstchen und eine Würstchenpizza mit Käse bestellen. Backe die Pizza bitte gut durch. Was? Käse und Würstchen auf beiden. Backe sie gut durch. Okay. Aber Würstchen ist jetzt halt auch keine Salami mehr, ne? Ich glaube, der will jetzt tatsächlich keine Salami. Die nennt es Würstchen. Für mich ist es halt kein Würstchen. Für mich ist es Hackfleisch oder Kaugummis. Sieht irgendwie weird aus. So, backe die Pizza gut durch. Mache ich eh immer. Oder meinen die damit zweimal? Ich weiß es auch nicht. Aber es muss irgendwie möglich sein, noch mehr Geld zu verdienen. Das erscheint mir doch alles schon sehr... Also, was ist am schlauesten, was man als erstes upgraden sollte, meine ich. So. Hä? Achso, er will noch eine. Ui. Was? Ich werde eine... Käsepizza mit Würstchen und eine Würstchenpizza mit Käse. Also zweimal das gleiche. Oder muss ich dann zuerst eine Würstchenpizza zuerst das drauf machen und dann Käse? Ich verstehe es noch nicht so ganz. Irgendwie tricky. Ach, ist egal. Okay. Let's go. Oh Gott. Ja, immerhin hat ein bisschen mehr Muße, weil ich länger brauche. Ich glaube, die Kunden werden mich alle hassen. Bam, 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 bam. Hier, bitteschön, beide. Oh, bitte sei glücklich. Danke für die Pizza. Ja, geht doch.
Eine Pizza mit unsichtbaren Toppings, bitte. Genau wie ich. Was? Dein Sinn für Humor ist auch nicht unsichtbar. Eine Käsepizza, bitte. Okay. Ja, woher soll ich denn das wissen? Die Zutat musste ich ja erfragen. Käse. Ich habe so Bock auf Pizza, Leute. Glaubt's nicht. Pizza ist, glaube ich, das Dinner für heute Abend. Habe ich gerade so beschlossen. Okay. Und zack. Und zack. Bäm und bäm. So, der Herr, Ihre Pizza. Und zwar absolut schnell. Wehe, Sie sind unzufrieden. Welchen Trick hast du benutzt, um diese köstliche Pizza zu machen? Liebe. Liebe, mein Freund. Zah, 4 Stücke. Was? So wie in Pizza, Salami-Pizza, schneide sie in 4 Stücke. Ah, okay, nur 4 Stücke. Hey, ich bitte, kann ich noch was kriegen? Ja, komm. Okay, also alles wäre in Ordnung, danke. Okay, jetzt übertreibt man nicht. Hey, bitte, kann ich noch was... Das ist in Ordnung, ja. Oh, jetzt habe ich den anderen abgelehnt dafür, oder was? What? Oh, da bin ich mir jetzt aber nicht sicher, ob ich den anderen jetzt abgelehnt habe. Ich glaube, der andere wurde abgelehnt. Verdammt! Aber der soll jetzt eigentlich nicht jeden Tag kommen, ne? Ich glaube, da muss man auch noch irgendwann mal... Oder man bekommt eine Belohnung. Vielen Dank. Und wo ist der andere hin? Boah, der andere wurde einfach geskippt. Tag 5. Einnahmen. Ausgaben. Oh Gott, ich mache überhaupt kaum Gewinn. Das ist echt schon... Jetzt kann ich Pilze endlich. Yay, wir haben Pilze, 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 Leute. Pilztapping ist auf jeden Fall am Start. Geil. Pilze, Pilze, Pilze. Upgrades. Ich glaube, die nächsten Upgrades sollten auf jeden Fall... Ja, also das Topping-Raster wäre halt genial, weil dadurch mache ich halt mehr Punkte. Darauf würde ich jetzt als nächstes sparen. Falls ihr übrigens wollt, dass ich dieses Spiel weiterspiele, schreibt es mir gerne in die Kommentare und hier auch gerne, falls ihr es schon gespielt habt, mir Tipps geben und Tricks. Ich finde es sehr cool. Ich könnte mir vorstellen, da auf jeden Fall noch 1, 2, 3 Folgen zu bringen. Das könnt ihr mir zeigen mit extra viel Daumen nach oben da und ich werde auch schauen, wie das Video so ankommt. Ja, volles cute Game. Ich kenne einige Pizza-Games, aber das ist sehr, sehr cozy, das ist sehr entspannt, das macht sehr viel Spaß. Also tatsächlich, wenn ihr mehr sehen wollt, würde ich mich doch sehr freuen. Wir sehen uns bei den nächsten Cozy Games. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Über Daumen nach oben und Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und ich wünsche euch noch einen cozy Tag.